Und meinen ersten. Salzampforen. Geschützschiffe verbessern, dass die mal hier unten ein bisschen meinen Hafenzugang beschützen. Aber ich glaube, ein Leviathan wird es als erstes tun. Der bringt Amandra darüber und hier rüber auf die kleine Insel. Mal sehen, was wir da noch so finden. Und jetzt verstärken wir alle Dorfzentren. Holzsammler brauche ich nicht unbedingt. Ich brauche eigentlich jemanden, der mir noch dieses Dorfzentrum besetzt und dann Gold abbaut. Von mir aus. Oh, ach ja, ich könnte einen Marktplatz hier errichten. Und dann könnte ich ein paar Karawanen hier hin und her pendeln lassen, um noch mehr Gold zu kriegen. Da Gold ja im Augenblick unser größtes Problem ist. So, wir haben einen Leviathan. Das ist übrigens eine mythische Transporteinheit. Salzamphoren. Ladekapazität von Transportschiffen. Wobei ich nicht weiß, ob das die Ladekapazität von Leviathan auch erhöht. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte hier eigentlich Amandra ausladen. Ach, je. Liegen hier viele Reliquien rum. Oh, der Anubiter versucht hier mein Haus einzureißen. Okay, da sterben gerade Goldsammler. In Wedge. In Wedge. Na, der Anubiter wird nicht weit kommen. Am besten schicke ich jetzt mal alle wieder die Arbeit. In Wedge. So, ihr baut hier Gold ab. Fehlt hier noch einer? Nein. Du solltest hier oben eigentlich sammeln. Und eigentlich bräuchte ich... Können Priester Reliquien einsammeln? Probieren wir es mal. Schicken wir noch einen Priester und den Pharao mit. Pharao ist hier. Und da ist mein Priester. Jo. Der bitte auch hierher. So. Gold kommt rein. Eine Waffenkammer. Du kriegst das hier als Ziel. Und schickst mal vier Karawanen los. So, ich habe... Warum habe ich nur noch 9 Nahrungssammler? Achso, weil es hier oben nur 7 Felder sind, ist aber egal. Nahrung kriege ich genug. Ich habe 5 Holzsammler, ist okay. Ich habe 8. Ja. Der Rest ist alles okay, soweit. Lebenspunkt und Angriffsstärke von Türmen erhöhen. Ist eine gute Idee. So, ihr beide hier auf das Schiff. Auf den Leviathan, Entschuldigung, brauchst nicht so rumkrummeln. Waffenkammer wird gebaut, dass ich dort forschen kann. Und ja, dann werde ich in der Nähe des Dorfes mal eine oder zwei Militärkasernen errichten, um dort Truppen auszuheben. Sieht das Öl noch, weil es billig ist. Mythische Einheiten, die Heilgeschwindigkeit von Priestern reduziert deren Kosten. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Enito, I refer, I am. Jiresh,
Ohio. In Edge, ja, der IR. So, ich hätte eigentlich noch einen Priester gebraucht. Stellen wir mal drei Dorfbewohner noch her. Oh nein, der Priester kann keine Reliquien aufsammeln. Das kann wirklich nur der Pharao. Was den Ägyptern gegenüber ein bisschen unfair ist. So, ihr baut mir, sagen wir hier oben, einen Tempel noch hin. Nur geht's weiter Gold sammeln. So, alle drei Verbesserungen mal erforschen. Schiffe verbessern, weil wir es können. Und ja, ich brauche wirklich Türme. Hier ein paar Türmchen. Und eine Migdol-Festung, um meinen Strand zu schützen. Gibt es irgendwelche Probleme? Fehlt jemand? Nein. Ich kann mich nicht ewig darauf verlassen, dass meine Dorfzentren das übernehmen. So, sind alle beladen. Dann ladet mal aus. Dann kommen die vier Reliquien hier rein und ihr errichtet mir jetzt bitte hier am Strand eine Migdol-Festung, solange wir Angriffspause haben. Und dann vielleicht noch zwei Wachtürme da dazwischen oder einen wenigstens. Weil je mehr Schutz, desto besser. Gold kriegen wir rein, wobei wir könnten Gold und Holzabbau noch mal verbessern. Nahrungsforschung können wir auch machen. So, und die sind immer mit 35 Gold beladen. Ja. Wir haben jetzt 4 Stück. Komm, da wir so hohe Bevölkerung haben, können wir uns 5 Kamele leisten. Na, das machen wir jetzt erstmal nicht. Das brauchen wir nicht. So. Erhöht den Schaden, der von Skarabäen und Rammen angerichtet wird. Heldenmythischen Einheiten zufügen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Jo. Gut. Rüstung und Waffen. Obwohl, nee, doch, erstmal. Erst die Forschungen hier, dann können wir jetzt nächste Zeitalter voranschreiten. So, Dorfzentrum reparieren hat jetzt gerade Vorrang vor Türmen, jetzt da die Migdol-Festung steht. In der Migdol-Festung großartig Verbesserungen machen, weiß ich jetzt noch nicht. Also ob ich schwere, vielleicht schwere Kriegselefanten. So, wir haben eine Migdol-Festung, wir haben ein schwer befestigtes Dorfzentrum, einen Turm dazwischen. Wird nicht schaden. Und ja, wir kriegen jede Menge Gold rein. Du holst das. Dorfbewohner ernten schneller. Dorfbewohner sammeln Holz und Gold schneller. Das hätte ich viel früher holen sollen. So, hier sind alle Forschungen abgeschlossen. Hier könnte ich nochmal die Sphinx verbessern. Das ist gut. Mythische Einheiten kosten tatsächlich nur Gold und okay, da unten kommen noch Gegner an. Dann sollte ich vielleicht hier an der Stelle. Das ist jetzt unschön, da wird gerade meine kleine Verteidigungstruppe aufgerieben.
Okay. Wo laufen die jetzt hin? Zwei greifen meinen Tempel an. Und einer den Obelisk hier oben. Haben die nichts Besseres zu tun? Na gut, da werde ich mich halt. Wenn ich mich halt hier noch mit einer Migdol-Festung. Obwohl. Drei Türmchen sind besser, wenn ich die hier aufstelle. Könnt ihr aufhören, meinen Tempel anzugreifen? Wo ist mein Priester eigentlich? Da ist mein Priester. Der kann hier ruhig wieder einen neuen Obelisken erstellen. Ihr geht mal kurz den Tempel reparieren. Und du kannst die ganzen Leute da heilen. So, jetzt haben wir fast genug Gold zusammen, dass wir jetzt nächste Zeit weiter voranschreiten können. So. Außer sie sind über die Ecke eingefallen, was ich jedoch nicht hoffe. Weil hier können sie leicht dran vorbei. Finito. Gut, wo ist Amandra? Amandra ist hier. Wieder den Leviathan. Und du ins nächste Zeitalter mit. Am besten mit Toff, weil dann können wir Löwenschildkröten ausbilden. Und Phönixe. Mit dem Toff seine. Oder wir könnten Osiris, aber Osiris begünstigt Kameleinheiten. Und du begünstigst alle Migdol-Einheiten, gerade auch Elefanten. Schneller ausgebildet. Schnelleres Sammeln, das ist gut. Bessere Kriegselefanten. Und vor allem Meteoritenzauber. So, du stellst dich dann mal da auf, während die Türme weiterbauen. Du wartest auf Amandra, ganz krummelig. Dann können wir nämlich mal die kleinen Inseln da drüben auskundschaften. Steht nämlich irgendwas in den Hinweisen. Zum Erreichen dieses Ziels benötigen sie eine Flotte. Seien sie auf weitere Angriffe, kämpfen sie auf ihre Stadt vorbereitet. Ja, und weitere Dorfbewohner. Ägyptische Infanterie. Ja, wir könnten theoretisch hier irgendwo einen Hafen bauen, hier im sicheren Delta. Machen wir mal die Verbesserung noch. Und die beiden brauchen wir eigentlich nicht Verbesserungen. Seth hat Riesenschildkröten geschickt, um Kensis Insel zu verteidigen. Ja, das ist nicht so gut. Wenn die da rumstreuen. Das wird jetzt gleich mein Leviathan kosten, außer ich schicke ihn wieder zurück in Richtung. Also werde ich eigene Riesenschildkröten brauchen. Erstmal. Was zur Hölle? Jetzt haben wir unten doch tatsächlich auch Angriffe. Auf beide Karawanen. Ist das euer Ernst, ey? Entio.